Mysteriöse Artefakte, geheimnisvolle Bauwerke, unerklärliche Sichtungen. Unser Globus wird noch immer von vielen großen Geheimnissen geziert, die selbst die renommiertesten Experten nicht vollständig entschlüsseln können. Schwimmende Rentiere. Wir schreiben das Jahr 1866, als der französische Ingenieur Picardot de Lisle am Ufer eines Flusses eine atemberaubende Entdeckung verzeichnet. Im Detail stieß der Franzose damals auf zwei einzigartige Relikte aus längst vergangenen Jahrtausenden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um die beiden Bruchstücke ein und derselben Skulptur, die zwei Rentiere abbildet, die gerade einen Fluss durchqueren. Anhand des Mammutstoßzahns, aus dem dieses bedeutende Zeitzeugnis hergestellt wurde, konnte das Alter der schwimmenden Rentiere auf sage und schreibe 13.000 Jahre beziffert werden. Wenn wir uns vor Augen halten, dass zum Zeitpunkt der Entdeckung noch keine Höhlenmalereien gefunden worden waren, können wir erahnen, wie tief beeindruckt die Menschen damals von der filigranen Ausarbeitung des gerade einmal 207 mm langen Objekts gewesen sein dürften. Dabei zeigte das Artefakt nicht nur das außergewöhnliche Kunsthandwerk unserer steinzeitlichen Vorfahren auf, sondern bewies auch, dass Menschen, Mammuts und Rentiere gemeinsam im selben Teil Europas gelebt hatten, als dort ein frostiges Klima wie im heutigen Sibirien vorherrschte. So faszinierend und aufschlussreich die Figur der schwimmenden Rentiere auch ist, so wird sie doch seit jeher von einem großen Mysterium begleitet. Damit sind die 10 tiefen Gravierungen auf dem Rücken eines Tieres gemeint, deren Bedeutung noch immer vollkommen unklar ist. Möglicherweise geben die Einkerbungen an, wie viele Rentiere der Erschaffer der Skulptur bereits erlegt hatte. Djoser-Pyramide. Wenn wir an die gewaltigen ägyptischen Pyramiden denken, so kommen uns zunächst einmal Bilder jener weltberühmten Monumentalbauten in den Kopf, die seit tausenden von Jahren das Gizeh-Plateau zieren. Wer sich der Frage widmet, wie der ägyptische Pyramidenkult eigentlich seinen Anfang nahm, findet die Antwort hierauf allerdings in der altehrwürdigen Djoser-Pyramide. Charakterisiert wird das imposante Bauwerk, welches um das Jahr 2700 vor Christus errichtet wurde, vor allem durch seine stufenförmige Aufmachung und die Tatsache, dass es eine nicht quadratische Grundfläche aufweist. Das mit 60 Metern höchste Bauwerk der Totenstadt Saqqara wurde seinerzeit vom namensgebenden Herrscher Djoser, dem ersten Pharao des Alten Reichs, in Auftrag gegeben. Umso rätselhafter erscheint daher die Tatsache, dass dessen Grabkammer im Vergleich zum übrigen, von hohen Mauern und mit vielen Tempeln gespickten Komplex auffallend schlicht erscheint. Auch das sogenannte Südgrab sorgt immer wieder für große Fragezeichen über den Köpfen der Forscher. So konnte nie rekonstruiert werden, ob dort wirklich einmal eine Bestattung stattgefunden hat oder ob dieser Bereich lediglich als symbolisches Grab diente. Skyquakes. Die Vorboten einer nahenden Apokalypse? Der Turbinenlärm außerirdischer Raumschiffe? Oder doch bloß die Triebwerke eines Militärflugzeugs? Die vermuteten Ursachen sogenannter Skyquakes sind gleichermaßen kreativ wie vielfältig. Im Detail handelt es sich dabei um ein geheimnisvolles Phänomen, bei dem ohne ersichtlichen Grund ein lautes, dröhnendes Geräusch aus dem Himmel tönt. Darüber hinaus existieren Geschichten, die davon erzählen, dass diese Himmelsbeben nicht selten mit spürbaren Vibrationen einhergehen. Diejenigen, die selbst schon einmal Zeuge dieses Phänomens wurden, verglichen die Klänge mit Kanonenschüssen oder Trompetenfanfaren. Auffällig ist hierbei, dass die Skyquakes seit vielen Jahrhunderten gemeldet werden und offenbar in den unterschiedlichsten Regionen unseres Planeten vorkommen. Stargate auf Sri Lanka. Dort, wo die Forscher mit ihrem Latein am Ende sind, fangen die Erklärungsansätze kreativer Köpfe gerade erst an. So befindet sich in der alten Königsstadt Anuradhapura auf Sri Lanka eine ominöse Steingravur, von der bis heute niemand mit letzter Sicherheit sagen kann, was sie eigentlich bedeutet. Fest steht, dass das Gebilde von den Einheimischen als Kreis des Universums bezeichnet wird und sich aus mehreren konzentrischen Kreisen, vertikalen und horizontalen Linien sowie zahlreichen Symbolen zusammensetzt. Unmittelbar vor dem Steinbild befinden sich wiederum 4 Vertiefungen, die viele Internet-User als Sitze interpretieren, von denen aus das vermeintliche Stargate einst aktiviert wurde. Denn genau das soll das Objekt einigen kontroversen Theorien zufolge sein. Ein Sternentor, das in die verschiedensten Winkel des Universums führt. Das White Island-Unglück. Bei White Island handelt es sich um die einzige aktive Vulkaninsel Neuseelands. Heutzutage lockt das Eiland jährlich viele interessierte Touristen und Vulkanologen aus aller Herren Länder an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts weckte die Insel allerdings noch ein ganz anderes Interesse: den gewerbsmäßigen Abbau von Schwefel. Jedoch sollte sich bei eben jenem Unterfangen im Jahre 1914 ein folgenschweres Unglück ereignen. Damals befanden sich 12 Bergleute in der Mine, um ihrer täglichen Arbeit nachzugehen. Infolge eines Erdrutsches sollte sich die Schwefelmine für die Männer jedoch binnen weniger Augenblicke in ein Grab verwandeln.
Bis heute konnte keiner der verunglückten Bergleute geborgen werden. Der einzige, der aus der eingestürzten Mine gerettet wurde, war ein Kater. Bosnische Pyramiden. Wir haben euch ja vorhin erzählt, dass es sich bei der Djoser-Pyramide um die älteste Pyramide der Welt handelt. Folgt man den Ausführungen von Semir Osmarganić, so stehen die ältesten dieser Monumentalbauten allerdings gar nicht in Ägypten, sondern in Bosnien. Im Detail sollen sich die bosnischen Pyramiden in der Nähe der Stadt Visoko befinden und zwischen 12.000 und 30.000 Jahre alt sein. Das, was gemeinhin als der Berg Visočica bekannt ist, sei demnach in Wahrheit die Pyramide der Sonne. Bei den nahegelegenen Hügeln würde es sich folglich um die Pyramide des Drachen sowie die Pyramide des Mondes handeln. Während der Bauunternehmer und Esoteriker fest auf seiner Annahme beharrt, lässt sich die auffallend geometrische Form der Erhebungen auch mit geologischen Mitteln erklären. Demnach handelt es sich bei der sogenannten Brekzi um ein Gestein, welches aus eckigen, miteinander verbundenen Gesteinstrümmern besteht und auf den ersten Blick leicht mit behauenen Steinen verwechselt werden kann. UFO-Sichtungen. Immer wieder werden unerklärliche Phänomene am Himmel gesichtet, die sich in keinen bekannten Kontext einordnen lassen. Ganz gleich, ob sich seltsam bewegende Lichtkugeln, die genauso schnell verschwinden, wie sie aufgetaucht waren, oder metallische Objekte, die sich rasant durch die Wolken bewegen. Die packenden UFO-Meldungen haben viele Gesichter. Dass nicht nur wir Zivilisten angesichts der unbekannten Flugobjekte in Ratlosigkeit verfallen, bewiesen die vor einigen Monaten veröffentlichten Geheimdienstreporte des US-amerikanischen Militärs. So behandelten die ehemaligen Top-Secret-Berichte weit über 120 auffällige Erscheinungen, die über einen Zeitraum von 20 Jahren von Piloten der US-Marine gemeldet worden waren. Da ein Großteil der Fälle nicht aufgeklärt werden konnte, kann die Regierung offiziell nicht ausschließen, dass es sich dabei mitunter um außerirdische Raumfahrzeuge handelte. Auch wenn innerhalb des Dokuments penibel darauf geachtet wurde, Worte wie Aliens oder Raumschiffe zu vermeiden. Kupferrolle von Qumran. Wenn ihr schon immer einmal nach einem geheimnisvollen Schatz suchen wolltet, solltet ihr einen näheren Blick auf die legendäre Kupferrolle von Qumran werfen. Die Chancen dafür, dass ihr die dort aufgelisteten Kostbarkeiten findet, stehen nicht schlecht. Denn bislang konnte nicht eine Münze der beschriebenen Schätze gefunden werden. Im Detail handelt es sich bei der mysteriösen Schatzkarte um eine antike Schriftrolle aus Kupferblech, die in den frühen 50er Jahren in der namensgebenden archäologischen Stätte im Westjordanland geborgen wurde. Ob das Artefakt dabei wirklich zu unvorstellbaren Reichtümern führt oder einst geführt hat, oder ob es sich dabei um ein rein fiktives Werk handelt, ist noch unklar. Es hat jedoch den Anschein, als sei die Kupferrolle in der Antike hastig eingerollt worden, wodurch sie schließlich in zwei Stücke zerbrach. Musste damals womöglich ein wagemutiger Schatzsucher plötzlich vor ungebetenen Besuchern fliehen? Was denkt ihr? Schreibt's uns in die Kommentare! Obelisk von Aswan. Eine Höhe von fast 42 Metern, ein Gewicht von knapp 1170 Tonnen. Wäre der Obelisk von Aswan fertiggestellt worden, so wäre er zum größten Obelisken des Altertums avanciert. Bis heute streiten sich die wissenschaftlichen Geister darüber, wieso die Arbeiten an dem altägyptischen Monument letztlich eingestellt wurden. Ebenso unklar ist, auf welches Jahr die Entstehungsphase des Steinpfeilers datiert werden kann. Gemeinhin wird angenommen, dass die Königin Hatschepsut den Bau des Obelisken in Auftrag gab, damit dieser den Tempel von Karnak zieren würde. Möglicherweise waren es Risse im Material, die das angehende Monument zu instabil erscheinen ließen. Sollte dies der tatsächliche Grund für die Beendigungen der Arbeiten gewesen sein, stellt sich jedoch noch eine zentrale Frage. Wieso gelang es später weder den Menschen aus der Zeit des Thutmoses III. Noch den Einwohnern aus der Römerzeit, den unvollendeten Obelisken zu teilen? Dass die Bewohner der entsprechenden Epochen genau dies versucht hatten, beweisen die keilförmigen Vertiefungen, die den Pfeiler zieren. Kochno-Stein. Wenn wir einen Blick auf bronzezeitliche Artefakte werfen, so können wir schnell feststellen, dass damals ein bestimmtes Muster ganz besonders angesagt war. Sogenannte Cup-and-Ring-Markierungen. Auch der Kochno-Stein, der im Jahre 1887 in Schottland entdeckt wurde, wird von diesen charakteristischen, wirbelförmigen Felsritzungen geziert. Mit einer Länge von 13 Metern sowie einer Breite von fast 8 Metern gilt das Objekt als der größte Petroglyphenstein Schottlands. Das Problem? Niemand kann mit Sicherheit sagen, welchem Zweck das Artefakt einst diente. Manche Forscher glauben, dass die Verzierungen auf dem Kochno-Stein mit astronomischen Ereignissen, wie beispielsweise Sonnenfinsternissen, in Verbindung standen. Was die Ahnen der heutigen Menschen im Laufe der Geschichte bereits an Handwerk, Architektur und besonderen Leistungen vollbracht haben, weiß uns immer wieder zu erstaunen.
Besonders beachtenswert sind natürlich die Errungenschaften, die mit so einfachen Mitteln gemacht worden sind und sich selbst mit der Technik von heute nicht einfach kopieren lassen. Dabei stellt sich bei vielen Strukturen auch die Frage nach der Herkunft, den Sinn oder wie diese Werke eigentlich mit den damaligen Mitteln gelungen sein können. Der Stein der schwangeren Frau. Die Stadt Baalbek im Libanon ist nicht alleine durch ihre lange Geschichte bekannt, sondern vor allem durch die beeindruckenden Überreste eines römischen Tempels, die hier einst gestanden hat und dessen Ruinen noch heute Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt sind. Der Tempel war zu seiner Blütezeit vermutlich von einem gewissen Gigantismus geprägt, der sich auch heute noch an einigen Fragmenten finden lässt. Eines der besten Beispiele dafür ist der sogenannte Stein der schwangeren Frau. Es handelt sich dabei um einen riesigen Monolithen mit einer Länge von über 20 Metern und einem Gewicht von über 1000 Tonnen. Man ist sich heute sicher, dass er für den Tempelbau gedacht war, und nach dem Fund zweier weiterer Monolithen in der Nähe gilt dies als gesichert. Woher der Stein seinen Namen hat, ist hingegen heute nicht mehr überliefert. Viele Legenden bringen den Stein mit dem Beginn der Menschheit oder sogar mit Außerirdischen in Verbindung. Teotihuacan. Die antike Stadt in Mexiko ist ein bedeutendes Zeitzeugnis der mesoamerikanischen Geschichte und ein Paradies für Archäologen und Forscher. Einst gehörte das Gebiet wohl zu einer der größten Städte der Welt, ehe sie ruckartig verlassen wurde. Neben der spannenden Geschichte und der Bedeutung für die präkoloniale Zeit auf dem amerikanischen Kontinent ist die Stadt vor allem durch die vielen Tempel und Pyramiden berühmt geworden. Die Pyramiden der Sonne und des Mondes gehören zu den beeindruckendsten Bauwerken aus der damaligen Zeit und dominieren das historische Stadtbild. In Verbindung mit einigen kleineren Tempeln gibt der Bau der Stadt noch heute einige Rätsel auf. Es ist nicht ganz sicher, welche Kultur für den Bau zuständig war und ob es sich um eine reine Kultstätte handelte oder ob sich die Pyramiden einfach in das Stadtbild einfügten. Sicher ist jedoch, dass der Bau der Pyramiden eine beeindruckende Leistung war und einen Blick darauf gibt, zu was die Menschen bereits zu der damaligen Zeit in der Lage waren. Yangshan Quarry. Der Steinbruch von Yangshan ist ein bedeutender Teil der historischen Geschichte von China und ist besonders für einige niemals fertiggestellte Bauten bekannt. Einst wurde der Steinbruch wohl für den Bau von Palästen und Häusern im chinesischen Regionalkönigreich von Nanjing errichtet. Über 6 Dynastien soll der Steinbruch für verschiedene Arbeiten genutzt worden sein und wurde wohl schließlich im 15. Jahrhundert aufgegeben. Von besonderer Bedeutung ist eine unvollständige Stele, die wohl das Abbild eines Drachen zeigen sollte. Dafür wurde an drei riesigen Steinen gleichzeitig die Arbeit begonnen, die nach dem Abschluss wohl das Mausoleum eines Ming-Kaisers zieren sollten. Die Arbeiten sind bis heute zu sehen und selbst der Ansatz des Drachenkopfes ist noch klar erkennbar. Warum die Arbeiten schließlich aufgegeben wurden, ist nicht überliefert. Man geht davon aus, dass neue Machtverhältnisse in der Region zu einem Abbruch der Arbeiten führten. Nanmandol. Die Ruinen von Nanmandol in Mikronesien sind nicht nur aufgrund der etwas mysteriösen Geschichte der Insel von Bedeutung. Vor allem architektonisch ist es beeindruckend, was die Menschen hier mit den einfachsten Mitteln errichtet haben. Die Kultstätte, die wohl die Heimat einer kulturellen und religiösen Elite des Inselvolks war, ist das Ergebnis von feinen Basaltarbeiten, die noch heute klar erkennbar sind. Neben den Bauwerken an sich, die sowohl für das Wohnen als auch für Tempel genutzt worden sind, geht es auch um das Fundament. So wurde die Kultstätte wohl dem Meer abgerungen, da man das Gebiet einfach auf Stelzen gebaut hat. Das führt auch dazu, dass Teile von Nanmandol heute wieder im Meer versunken sind und man daher nur auf schwierige Weise mehr über die Geschichte des Ortes herausfinden kann. Die Teile der Tempelstätte, die heute noch klar erkennbar sind, zeigen aber deutlich, wie viel Zeit und Mühe in diesen heiligen Ort geflossen sein muss. Derinkuyu. Die unterirdischen Städte von Kappadokien in Anatolien in der Türkei haben in den vergangenen Jahren häufig Schlagzeilen gemacht. Noch heute werden regelmäßig neue Städte entdeckt, die tief in das Erdreich gebaut wurden und deren genauer Zweck bis heute nicht gesichert ist. Derinkuyu gehört zu den größten und bekanntesten unterirdischen Städten und kann darüber hinaus von Besuchern besichtigt werden. Heute sind bereits Räume mit einer Fläche von 2500 Quadratmetern freigelegt, die sich über 8 Stockwerke ziehen. Man geht davon aus, dass bisher nur ein Viertel der eigentlichen Anlage freigelegt ist, die unter anderem ein Kloster, einen Kerker, eine Weinpresse und diverse Wohnräume beinhaltet. Neben einer intelligenten Belüftung soll es auch einen Tunnel zu anderen unterirdischen Städten der Region gegeben haben. Die Gründe für die Erbauung dieser unterirdischen Städte ist aber bis heute umstritten. Eine Theorie besagt, dass sich hier Christen vor der Verfolgung und vor Überfällen geschützt haben. Andere Theorien gehen davon aus, dass es vor allem ein Schutz gegen das mitunter unwirtliche Klima der Region in Anatolien gedacht war.
Chantbaori. Der Chantbaori ist ein Stufenbrunnen in Indien, der zu den größten Stufenbrunnen in Indien und vielleicht sogar auf der ganzen Welt gehört. Das architektonisch beeindruckende Bauwerk erstreckt sich über 13 Etagen und mehr als 3500 Stufen, die in die Tiefe führen, wo schließlich ein umfassendes Wasserreservoir zu finden ist. Dort sollte das seltene Regenwasser der Region aufgefangen werden. Errichtet wurde der Brunnen wohl zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert und leistete später nicht einfach nur seinen ursprünglichen Zweck. Arkaden und herrschaftliche Räume wurden zusätzlich errichtet und boten Platz für Veranstaltungen. Dabei ist auch der positive Effekt zu verzeichnen, dass die Temperaturen in den unteren Stockwerken des Brunnens rund 6 Grad kälter und der Aufenthalt in der Hitze Indiens daher sehr angenehm war. Der Koloss von Rhodos. Eines der 7 antiken Weltwunder und bis heute das Aushängeschild von verschiedensten Geschichten und Legenden. Der Koloss von Rhodos. Die riesige Statue an der Hafeneinfahrt von Rhodos sollte Seefahrer aus aller Welt im Hafen begrüßen. Der Koloss soll aus Bronze und Silber gegossen worden sein und 35 Meter Höhe erreicht haben. Wo genau der Koloss gestanden haben soll, ist aber bis heute umstritten, ebenso wie der Verbleib seiner Reise. Bei einem schweren Erdbeben im Jahr 227 vor Christus soll die Statue eingestürzt sein. Versuche, sie wieder aufrichten oder reparieren zu lassen, sind zwar überliefert, wurden aber nie in die Tat umgesetzt. Beinahe 900 Jahre sollen die Trümmer in Rhodos noch besichtigt worden sein können, ehe sich die Spur der letzten Teile dieses einstigen Weltwunders in der Geschichte verlieren. Bis heute ist nicht ganz sicher, was mit den Bronzeteilen passiert ist, und auch bis heute sind viele der Geschichten rund um die riesige Statue nicht historisch gesichert. Borobudur. Die Tempelanlage von Borobudur ist nicht nur der größte Tempel der buddhistischen Welt, sondern darüber hinaus auch architektonisch ein beeindruckendes Meisterwerk. In Form einer Stufenpyramide und dem berühmten Mandala-Stil errichtet, ging der Tempel über viele Jahrhunderte verloren, ehe er in der Neuzeit in Indonesien neu entdeckt wurde. Heute ist es eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Beeindruckend ist nicht nur der eigentliche Bau des Tempels, der über viele Jahre von Vulkanasche bedeckt war. Es sind vor allem die vielen Reliefs und Verzierungen, die durch diesen Umstand gut erhalten sind, die die Besucher anziehen. Das Heiligtum wird heute wieder von buddhistischen Priestern genutzt und kann gleichzeitig von Touristen besichtigt werden. Dabei gehen die Arbeiten weiter und immer mehr Teile des einstigen Zentrums des Königreichs Java werden auf diese Weise freigelegt. Groß-Simbabwe. Die Ruinenstadt von Groß-Simbabwe ist eine historische Stätte, die wohl einst das Zentrum dieser Region von Afrika war. Die beeindruckenden Steinbauten sind wohl im 11. Jahrhundert entstanden und waren das Machtzentrum eines Königs. Bis heute gelten sie als größte zusammenhängende Ruinenanlage im südlichen Teil von Afrika. Als bedeutendes Handelszentrum war man hier vor allem durch die Goldverarbeitung und die Rinderzucht zu Wohlstand gekommen und hat den Handel mit dem Rest von Afrika begonnen. Mit bis zu 11 Meter hohen Wällen und verschiedenen Anlagen ist zudem darauf hinzudeuten, dass die Stadt gut verteidigt werden konnte und das Machtzentrum über 300 Jahre war. Erst mit dem Klimawandel in diesem Teil der Region von Afrika und der Entdeckung von neuen Goldminen in anderen Teilen der Region begann der Niedergang von Groß-Simbabwe. Als die Europäer im 16. Jahrhundert von den Anlagen hörten, waren diese bereits verlassen und zu einem großen Teil verfallen. Pumapunku. Kaum eine Kultstätte von Südamerika gibt so viele Rätsel auf wie Pumapunku. Die präkolumbianische Stätte soll wohl einst die Mischung aus einer Pyramide und einem Tempelhügel gewesen sein, der ganz nebenbei in einer Höhe von 4000 Metern im heutigen Bolivien errichtet wurde. Da das Gebiet anscheinend schon lange verlassen war, als die Europäer im späten Mittelalter darauf stießen, versucht man sich seit jeher an einer Rekonstruktion des Tempelkomplexes. Dabei sind vor allem die klaren Grundmauern und einige der alten Baublöcke, ebenso wie die beschädigten Tore ein Anhaltspunkt dafür, wer und wo die Anlage errichtet wurde. Die unterschiedlichen Anlagen wurden dabei auf eigene Plattformen gestellt und der Bau erstreckte sich über mehrere Stufen nach oben. Heute geht man davon aus, dass ein Großteil der Gebäude wohl noch unter den Erdschichten auf dem Hügel gefunden werden kann. Aufgrund der unsicheren Datierung der anhaltenden Forschung hat man aber noch nicht wirklich mit den Ausgrabungen begonnen, sondern konzentriert sich erstmal auf die vorhandenen Funde. Es ist also sehr beeindruckend, was die Menschen mitunter schon vor Tausenden von Jahren mit einfachsten Mitteln errichtet haben. Einige Beispiele haben wir in diesem Video geliefert. Sicher ist, dass man bei vielen dieser Funde in den nächsten Jahren mehr über ihren Bau und ihren eigentlichen Zweck herausfinden wird. Die Vergangenheit ist noch immer nicht vorüber. So bescheren uns viele uralte Artefakte eine vollkommen neue Sichtweise auf das Leben unserer Vorfahren.
Die archäologischen Entdeckungen gewähren uns Einblicke in die alltäglichen Gewohnheiten, religiösen Überzeugungen und gesellschaftlichen Strukturen längst vergangener Tage. Doch damit nicht genug. Manche Funde besitzen sogar einen durch und durch revolutionären Charakter und geben Anlass, den offiziellen Verlauf der Menschheitsgeschichte in Frage zu stellen. Uralte Fußspuren. Der offiziellen Lehrmeinung zufolge fand die Erstbesiedelung Amerikas vor rund 15.500 Jahren statt. Damals, als noch Mammuts und Riesenfaultiere auf dem Kontinent umhergingen, gelangten unsere Vorfahren über die Beringia-Landbrücke nach Alaska, um sich anschließend über die unterschiedlichsten Landstriche zu verteilen. Die geheimnisvollen Fußspuren, die im US-Bundesstaat New Mexico entdeckt wurden, bringen diese gängige Theorie nun aber ins Wanken. Denn tatsächlich ergab die wissenschaftliche Datierung, dass diese Abdrücke bereits vor 23.000 Jahren in den Boden gepresst wurden. Demzufolge wäre Amerika bereits 7.500 Jahre früher besiedelt worden, als es die Experten bislang angenommen hatten. Jägerinnen. Während sich die Männer früher mit Pfeil und Bogen bewaffnet auf die gefährliche Jagd nach wilden Tieren begaben, verbrachten die Frauen ihren Alltag mit dem Sammeln von Beeren und Pflanzen. So lautet jedenfalls die offizielle Ansicht, die über viele Jahre hinweg gelehrt wurde. Eine aktuelle Studie von Forschern der University of California zeigt jedoch, dass unser gängiges Jäger- und Sammlerbild höchstwahrscheinlich nicht der Realität entsprach. Ausgrabungen in Südamerika legen den Schluss nahe, dass die Frauen vor 9000 Jahren genauso häufig an der Jagd beteiligt waren wie ihre männlichen Zeitgenossen. Zunächst stießen die Forscher in den Anden von Peru auf ein Grab, in dem eine junge Frau zur letzten Ruhe gebettet worden war. Die Grabbeigaben ließen wiederum tief in das Leben der Bestatteten blicken. Es handelte sich dabei vor allem um Pfeilspitzen und scharfe Steine. Nach diesem Fund konnten die Experten 26 weitere Jägergräber aufspüren. Das überraschende Ergebnis: In 10 Gräbern waren Frauen bestattet worden. Das Volk der Riesen. Folgt man einer alten Überlieferung des Paiute-Stammes, so lebte in Nordamerika einst ein gigantisches Volk. So heißt es in den Geschichten der Ureinwohner, dass die sogenannten Siteka von riesenhaftem Wuchs waren, feuerrote Haare besaßen und sich von Zeit zu Zeit gegenseitig auffraßen. Nach vielen Jahren des Krieges gelangte es den Paiute schließlich, den gigantischen Feind in die Lovelock-Höhle im heutigen Nevada zurückzudrängen. Daraufhin stapelten die indigenen Kämpfer Gestrüpp vor den Höhleneingang und setzten es in Brand. Durch das Feuer wurden alle verbliebenen Siteka ausgelöscht. Und tatsächlich konnten in der entsprechenden Höhle bereits viele geheimnisvolle Artefakte geborgen werden, wie etwa eine 2000 Jahre alte Sandale, die mehr als 38 cm lang ist. Darüber hinaus sollen dort auch einige mumifizierte Überreste der Riesen gefunden worden sein. Inwieweit Mythos und Realität in diesem Fall übereinstimmen, ist jedoch seit jeher heiß umstritten. Kritiker glauben, dass die Gigantenlegende absichtlich in die Welt gesetzt wurde, um mehr Touristen in die Region zu locken. So sollen die dort entdeckten Skelette in Wahrheit eine vollkommen normale Größe besessen haben. Möglicherweise handelt es sich jedoch auch um eine Fehlinterpretation. In dem entsprechenden Gebiet wurden bereits zahlreiche Mammut- und Bärenfossilien entdeckt, die ein ungeübtes Auge schnell falsch einordnen könnte. Nubische Superkirche. Wieso führt die Entdeckung einer alten Kirche im Sudan dazu, dass wir unseren Blick auf die Menschheitsgeschichte neu ausrichten müssen? Nun, um dies zu verstehen, sollten wir das Rad der Zeit um einige Jahrhunderte zurückdrehen. Zwischen dem 5. und 18. Jahrhundert verkörperte das christliche Königreich Dongola eine der berühmtesten Metropolen Nordafrikas. Das pompöse Gotteshaus, das nun wieder entdeckt wurde, lässt darauf schließen, dass das Reich einst sogar noch mächtiger war, als die bisherigen Historiker angenommen hatten. Umso rätselhafter erschien daher ein Mysterium, dem sich die Experten seit geraumer Zeit gegenübersehen. Was führte wirklich zum Untergang des einstmals mächtigen Königreichs und wieso wurde es allem Anschein nach fluchtartig verlassen? Atlantis-Münzen. Die Legende um das versunkene Inselreich Atlantis gehört wohl zu den aufregendsten Mythen der Geschichte. Als mächtigste Nation auf dem Globus soll die habgierige Seemacht mitsamt ihren unzähligen Prachtbauten vom tosenden Meer verschlungen worden sein. Ob das von Platon beschriebene Atlantis jedoch wirklich existierte, ist heiß umstritten. Doch selbst wenn es das prächtige Reich einst gegeben haben sollte, bleibt ein unüberwindbares Problem bestehen. Niemand weiß, wo sich die Überreste von Atlantis heutzutage befinden. Bis jetzt. Denn tatsächlich glaubt der Forscher Christos Dionys, diesbezüglich auf eine heiße Spur gestoßen zu sein. So könnte uns eine jahrtausendealte Münze den wahren Standort von Atlantis offenbaren. Im Jahr 350 vor Christus geprägt, wird eine Seite des Geldstücks von einer antiken Weltkarte geziert. Darauf sehen wir auch eine uns unbekannte Landmasse im Mittelmeerraum, von der heutzutage jede Spur fehlt.
Ob dieser Hinweis aus der Vergangenheit tatsächlich dabei helfen wird, die Ruinen von Atlantis aufzuspüren, das kann nur die Zukunft zeigen. Halluzinogene Drogen. Als psychedelische Kunst werden jene Werke bezeichnet, die unter dem Einfluss bewusstseinserweiternder Drogen entstehen. Wer nun dachte, dass es sich dabei um ein Phänomen der Neuzeit handelt, hat sich gewaltig getäuscht. In einer Höhle in Kalifornien haben Forscher Rückstände halluzinogener Substanzen entdeckt, die möglicherweise von den Ureinwohnern konsumiert wurden, als diese ihre beeindruckenden Malereien schufen. Demnach nahmen die damaligen Menschen eine berauschende Pflanze zu sich, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Bei den entdeckten Überresten handelt es sich um eine bestimmte Stechapfelart. Von diesen giftigen Gewächsen wissen wir, dass sie beängstigende Halluzinationen auslösen können, die mitunter mehrere Tage anhalten. Die zerkauten Klumpen der Pflanze platzierten die berauschenden Künstler anschließend in den Spalten der Höhlendecke. Was denkt ihr über diese abgefahrene Entdeckung? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren. T-Rex. Zusammengefasst lässt sich sagen, alles, was wir über den T-Rex zu wissen glauben, könnte falsch sein. So sorgen einige kürzlich gemachte Entdeckungen dafür, dass sich unser Verständnis über den gewaltigen Fleischfresser drastisch verändert. In der öffentlichen Wahrnehmung wird unser T-Rex-Bild noch immer maßgeblich vom Filmklassiker Jurassic Park beeinflusst. Allerdings sollten wir hierbei nicht vergessen, dass zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade einmal 7 Skelette des vermeintlichen Dino-Königs entdeckt worden waren. Die knapp 30 Jahre, die seit der Premiere von Spielbergs Abenteuerfilm ins Land gezogen sind, haben unseren Kenntnisstand über das Leinwandmonster erheblich erweitert. In einer Szene sehen wir, wie der T-Rex einem Jeep im Vollsprint hinterherjagt. Doch wahrscheinlich war der Tyrannosaurus Rex überhaupt nicht zu einer solch sportlichen Meisterleistung in der Lage. Denn er war viel zu groß und zu schwer. Mit einer Länge von bis zu 13 Metern und einem Gewicht von bis zu 9 Tonnen dürfte der Fleischfresser eher gemächlich durch die urzeitlichen Lande gezogen sein. Einige Experten schätzen die Spitzengeschwindigkeit des T-Rex auf beeindruckende 4,8 Kilometer pro Stunde. Dies entspricht etwa dem Tempo, mit dem auch wir uns zu Fuß fortbewegen. Auch die Stellung des Tyrannosaurus als Spitzenprädator wird immer wieder angezweifelt. Diesbezüglich glauben manche Forscher, dass es sich bei ihm hauptsächlich um einen Aasfresser handelte. Antiker Hightech-Ofen. Wir schreiben das Jahr 2017, als Archäologen in der israelischen Stadt Be'er Sheva auf die Ruinen einer 5600 Jahre alten Siedlung stoßen. Es dauerte nicht lange, ehe eine Entdeckung das besondere Interesse der Forscher weckte. Und zwar eine antike Hightech-Werkstatt, die einst zum Schmelzen von Kupfererz genutzt wurde. Folgt man den Aussagen der Experten, so könnte es sich dabei um den ersten Schmelzofen aller Zeiten handeln. Im Detail spürten die Archäologen eine recht kleine Anlage auf, die hauptsächlich aus Zinn bestand. Was den Fund so außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass damals noch keine allgemein bekannte, ausgefeilte Methode zur Herstellung von Kupfer verbreitet war. Als der Schmelzofen in Israel bereits in Betrieb war, dürften viele andere Zivilisationen noch überhaupt nichts von diesen Verfahren gewusst haben. Geheimnisvolle Runen. Ein kleiner Freund mit einer großen Bedeutung. Vor einiger Zeit wurde in einem beschaulichen Dorf in Tschechien ein Kuhknochen aus dem 7. Jahrhundert nach Christus aufgespürt. Das Besondere hierbei, der Knochen wird von geheimnisvollen Markierungen geziert, die sich einfach nicht in einen plausiblen historischen Kontext einordnen lassen. Allem Anschein nach handelt es sich bei den Symbolen um altgermanische Runen. Doch wie ist das überhaupt möglich? Immerhin begannen die slawischen Völker erst 200 Jahre später damit, ihre eigene Sprache zu entwickeln. Ein Erklärungsansatz besagt, dass die Schnitzereien von einem Germanen angefertigt wurden, der auf dem Gebiet der Slawen lebte. Eine andere Theorie fußt wiederum darauf, dass der Kuhknochen von einer slawischen Person bearbeitet wurde, die das germanische Runenalphabet beherrschte. Und das, obwohl sich die Germanen und Slawen fast immer im Krieg miteinander befanden. Drachenmenschen. Wie soll man mit Fossilien umgehen, die sich nicht in den offiziellen Verlauf der Menschheitsgeschichte einordnen lassen? Oder in anderen Worten, was hat es wirklich mit dem grotesken Schädel auf sich, der in den 30er Jahren in China entdeckt wurde? Von Brückenarbeitern aus dem Flussschlamm geborgen, gibt der menschliche Schädel mit seiner länglichen Form und seinen wurstartigen Auswüchsen über den Augenhöhlen seit jeher große Rätsel auf. Eine kürzlich veröffentlichte Studie kommt nun zu einem bahnbrechenden Ergebnis. Es handelt sich bei dem sogenannten Drachenmenschen tatsächlich um eine neue Menschenart, die den wissenschaftlichen Namen Homo iongi trägt. Dank der detaillierten Untersuchung wissen wir, dass dies der Schädel eines Mannes ist, der vor rund 146.000 Jahren verstarb. Es ist sogar möglich, dass wir enger mit dem Drachenmenschen verwandt sind als mit dem Neandertaler.
Diese spektakuläre Entdeckung zeigt uns einmal mehr, wie verzweigt der Stammbaum des modernen Menschen tatsächlich ist und wie weit wir immer noch davon entfernt sind, die Geschichte unserer eigenen Spezies vollumfänglich entschlüsselt zu haben. Inmitten der kargen Wüste, weit entfernt von Straßen, Städten oder jeglichen Lebenszeiten, wird die Sahara von einigen auffälligen Details im Sand geziert. Dabei handelt es sich um Dutzende geometrisch angeordnete Strukturen, die sich entlang einer geraden Linie kilometerweit durch Zentralalgerien erstrecken. Typischerweise besitzen diese Gebilde einen zentralen Punkt, der von 12 weiteren umkreist wird, ganz so wie wir es von Ziffernblättern unserer Uhren kennen. Die seltsame Entdeckung. Die moderne Technik macht es möglich. Dank Google Earth haben wir die Möglichkeit, bequem ans andere Ende der Welt zu reisen, ohne uns dazu nur einen Zentimeter von unserer Wohnzimmercouch bewegen zu müssen. Allerdings bringen diese digitalen Weltreisen von Zeit zu Zeit auch unerklärliche Dinge ans Tageslicht. So auch im Falle eines Users, der eine Reihe seltsamer kreisförmiger Strukturen in der algerischen Sahara entdeckte und seinen Fund anschließend auf Reddit teilte. Demzufolge spürte der Nutzer insgesamt 22 dieser geometrischen Gebilde auf, die einen Durchmesser von 42 Metern besitzen, jeweils 420 Meter voneinander entfernt sind und auf dem Längengrad 420 Ost liegen. Auf den Post aufmerksam geworden waren andere User nahezu davon besessen, das Mysterium der geheimen Sahara-Kreise zu entschlüsseln. Die Tatsache, dass die Gebilde auf verschiedenen Bildern zu sehen sind, die über mehrere Jahre hinweg aufgenommen wurden, legt den Schluss nahe, dass wir es hier nicht mit einem Fake zu tun haben. Da Algerien für seine reichen Öl- und Gasvorkommen bekannt ist, kam schnell die Vermutung auf, dass die Strukturen in irgendeiner Verbindung mit der Förderung dieser Rohstoffe stehen könnten. Diesbezüglich gab ein konsultierter Fachexperte jedoch an, dass die Objekte auf den Aufnahmen nichts mit den bekannten Öl- und Gasexplorationen zu tun hätten. Nachdem die erste Fährte also in eine Sackgasse geführt hatte, galt es, neue Theorien aufzustellen. So wurde schon bald die Hypothese alter Grabhügel ins Feld geführt. Doch um zu erkennen, ob an diesem Gedankengang etwas dran sein könnte, musste zunächst das Alter der Kreise bestimmt werden. Und tatsächlich konnte der tunesische Experte, der von den Freizeitspurensuchern kontaktiert wurde, sogleich etwas Licht ins Dunkel bringen. Den Aussagen des Forschers zufolge würden uns die Aufnahmen keine Gräber, sondern sogenannte Forgeras zeigen. Dabei handelt es sich um alte nordafrikanische Bewässerungssysteme, welche auf eine über 2500-jährige Geschichte zurückblicken. Demnach werden in bestimmten Abständen Schächte gegraben, die bis zum Grundwasser vorstoßen. Über einen unterirdischen Stollen, dessen Gefälle geringer ist als das des umliegenden Geländes, werden diese Schächte dann miteinander verbunden. Während sich das Wasser im Stollen sammelt, wird es schließlich zu einer Oase geleitet, wo es über offene Kanäle auf die Felder gelangt. Rückschläge und neue Anhaltspunkte. Die Auskünfte des Experten würden in jedem Fall erklären, weshalb sich die Gebilde ausgerechnet inmitten der Wüste befinden. Selbst der Name der nächstgelegenen Siedlung, Fogaret Ezawi, steht mit den traditionellen Bewässerungssystemen in Verbindung. Typischerweise hätten die Kanäle letztlich in einer Stadt oder in einer Oase münden müssen. Glücklicherweise stießen die neugierigen User diesbezüglich auf eine Datenbank, welche die Oasen in der Sahara aufführt. Auch die Menschen, die bei der Verwaltung der Wasserversorgung halfen, sind hier gelistet. Diesbezüglich gab Mohamed Brick, ein Bauer aus Lagouat, jedoch eine ernüchternde Auskunft. Er hielt die Fogara-Theorie für überaus unwahrscheinlich, denn immerhin gibt es im Umkreis von 160 Kilometern nichts, das hätte bewässert werden müssen. Kein Dorf, keine Gärten, keine Oasen. Während daraufhin zunächst einige Monate ins Land zogen, bekamen die Spurensucher endlich hochauflösende Bilder der Strukturen aus dem Archiv des amerikanischen Satellitenherstellers Maxar zugespielt. Die Details, die diese schärferen Aufnahmen zeigten, schienen dann endlich eine neue Spur zu offenbaren. Auf den Bildern waren Reifenabdrücke zu sehen. Demzufolge hatte sich also im letzten Jahrhundert jemand mit seinem Auto zu den seltsamen Kreisgebilden begeben. Doch irgendwann wurde den Amateurarchäologen klar, dass sich die Spur im Internet festgefahren hatte. Um den wahren Hintergründen der Wüstenformationen auf die Schliche zu kommen, musste ein anderer Weg eingeschlagen werden. Jemand sollte in die Sahara reisen und die Strukturen aus nächster Nähe begutachten. Vorstoß in die Wüste. Diese spannende Aufgabe kam letztlich dem algerischen Journalisten Samir Abchicht zuteil. Obwohl die Reise in die entlegene Wüstenregion alles andere als ungefährlich war, brannte Samir darauf, bei der Entschlüsselung des Rätsels zu helfen. Demnach nahm der Algerier jede Hypothese begierig auf, knüpfte Kontakte vor Ort und überlegte sich, wie der anspruchsvolle Wüstentrip realisiert werden konnte. An einem kühlen Abend im Februar war es dann endlich soweit. Samir und sein Kameramann Abdelat machten sich auf den Weg, um in das unbarmherzige Innere der Sahara vorzustoßen.
24 Stunden später waren die beiden Männer in Ain Salah angekommen. Allerdings galt es noch immer, 160 Kilometer weiter in die Wüste vorzudringen, um die ominösen Kreise zu erreichen. Ehe die beiden die letzte Etappe in Angriff nahmen, erhielten sie Verstärkung vom Archäologen Farid Igilaris. Der Experte sollte dabei helfen, die Fundstücke korrekt zu identifizieren. Komplettiert wurde das Team schließlich von einem erfahrenen Wüstenführer. So stand dem Vorhaben nichts mehr im Wege. Doch an dieser Stelle brach der Kontakt zu Samir ab. Ohne Handyempfang in der Sahara waren der Journalist und seine Begleiter nicht zu erreichen, weshalb seine Auftraggeber nur still darauf hofften, dass alles nach Plan verläuft. Als die Männer einige Zeit später wieder in der Stadt ankamen und sich alle nach ihren Berichten und Aufnahmen sehnten, war die Spannung zum Schneiden. Unerwartete Entdeckung. Aber der Reihe nach. Als sich die Gruppe den angepeilten Koordinaten näherte, begannen sie Zeichen zu sehen, die sich mit denen der Google Earth-Aufnahmen deckten. Demnach erblickten die Männer zunächst einige auffällige Reifenspuren, gefolgt von einem Brunnensystem. Und letztlich antike Gräber. Im Detail identifizierte die Crew eine Reihe von uralten Hügelgräbern, die wie stumme Zeitzeugen aus längst vergangenen Tagen über die Landschaft wachten. Und dann war es endlich soweit. Der Trupp erreichte jene Stelle, an der sich die kreisförmigen Wüstenstrukturen befinden sollten. Und tatsächlich, da waren sie. 13 geometrisch geformte Gebilde, die sich glichen wie ein Ei dem anderen. Erstaunlicherweise waren die Objekte überraschend schwach ausgeprägt. Wer unwissentlich an ihnen vorbeigelaufen wäre, hätte sie leicht übersehen können. Als das Team die umliegende Landschaft durchkämmte, konnte es immer mehr dieser merkwürdigen Strukturen entdecken. Das Unerwartete? Viele dieser Formationen schienen über Metalldrähte miteinander verbunden zu sein. Allem Anschein nach verliefen diese Verbindungselemente unterirdisch. Es dauerte nicht lange, ehe die Gruppe herausfand, was es mit diesen merkwürdigen Drähten auf sich hatte. Unter den kleinen Hügeln schlummerte Dynamit. Darüber hinaus fanden die wagemütigen Wüstenforscher einige Befestigungselemente, welche die Aufschrift SOTEMU trugen. Ein französisches Akronym, das für tunesisches Unternehmen für Sprengköpfe und Munition steht. Allerdings unterschied sich einer der Drähte deutlich von allen anderen. Er besaß noch einen gelben Plastiküberzug. An dieser Stelle begann die Sache dann etwas beunruhigend zu werden. Bedeutete dies, dass der Sprengstoff noch nicht hochgegangen war? Letztlich kamen die Männer zu dem Schluss, dass das Dynamit wahrscheinlich harmlos war, da es einen Zunder zur Detonation gebraucht hätte. So kam es, dass sich das Team entschloss, mit den Grabungen zu beginnen. Da dieses Vorhaben jedoch keine neuen Hinweise offenbarte, wurde es aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Des Rätsels Lösung. Doch dann, wie aus dem Nichts, stießen die Männer auf etwas, mit dem keiner gerechnet hätte. Kleine Thunfisch- und Sardinendosen mit französischer Aufschrift. Allem Anschein nach handelte es sich dabei um das Essen jener Arbeiter, welche die Dynamitstrukturen einst anlegten. Als sich Samir einige Zeit später mit seinem Auftraggeber austauschte, gab er an, die Lösung für das Rätsel der merkwürdigen Aufnahmen gefunden zu haben. Demnach gehen die kreisförmigen Gebilde auf eine Methode zurück, die für die Suche nach Erdöl angewandt wurde. Allerdings kommt diese veraltete Technik schon seit geraumer Zeit nicht mehr zum Einsatz. Ironischerweise sollte die packende Spurensuche, die mit einem einfachen Reddit-Post begann, also genau dort enden, wo sie begonnen hatte. Demnach standen die Gebilde also tatsächlich im Zusammenhang mit der Erdölförderung. Zum Hintergrund: Die Explosionen setzen seismische Wellen in Gang, die vom Untergrund reflektiert und gebrochen wurden. Anhand der Analyse konnten die Arbeiter also anschließend herausfinden, ob unter der Erde etwas Wertvolles schlummert, nachdem es sich zu graben lohnt. Auch wenn die Theorien über Aliens und verlorene Zivilisationen ad acta gelegt werden mussten, galt es letztlich noch eine Frage zu beantworten. Wer erschuf die Dynamitformation? Und wann? An dieser Stelle kam der enthusiastische Sardinendosensammler Philippe Anguinot ins Spiel. Tatsächlich ist die ungewöhnliche Leidenschaft des Mannes so groß, dass er aus seiner Sammlung ein kleines Büchsenmuseum gemacht hat. Anhand der Beschriftung und des Designs ging hervor, dass die Dose wahrscheinlich aus den späten 50ern stammt. Sehr wahrscheinlich gingen die Strukturen, die im Netz für so viel Furore gesorgt hatten, letztlich auf das Konto des französischen Konzerns Krebs. Denn selbst als Algerien im Jahr 1962 die Unabhängigkeit erlangte, behielt Frankreich noch jahrelang die Rechte an dem Ölvorkommen der Sahara. Demnach verkörpern die Kreise nicht nur die Spuren einer ergebnislosen Erdölsuche, sondern vor allem die Narben eines Kolonialismus, die in vielen Ländern bis heute sichtbar sind. UFO-Münze. Der absolute Beweis für Aliens oder doch bloß eine moderne Fehlinterpretation? Das geheimnisvolle Motiv einer alten französischen Münze wirft immer wieder große Fragen auf. In den 1680er Jahren geprägt, sehen wir auf dem Geldstück etwas, das im ersten Augenblick verblüffend an eine klassische fliegende Untertasse erinnert.
Zweifler glauben daran, dass die Abbildung auf eine Geschichte aus dem Alten Testament zurückgeht. So heißt es im Buch Ezechiel, dass der Prophet einst auf seltsame Lebewesen stieß, neben denen sich merkwürdige Räder befanden. Gemeinhin wird diese Passage als die Sichtung von Gottes Thronwagen interpretiert. Die überzeugten Präastronautiker glauben allerdings, dass Ezechiel damals eher eine unheimliche Begegnung der dritten Art durchlebte. Andere Erklärungsansätze erkennen in dem Motiv der Münze eine Blume, einen Pilz oder einen Schild. Akambaro-Figuren. Die Ära der Dinosaurier endete vor etwa 65 Millionen Jahren. Der moderne Mensch existiert unserem Wissensstand zufolge seit rund 300.000 Jahren. Man muss wirklich kein Mathe-Genie sein, um erkennen zu können, dass sich der Homo sapiens und die Giganten der Urzeit niemals über den Weg gelaufen sein können. Umso merkwürdiger erscheint daher der Fund der sogenannten Akambaro-Figuren. Demnach bilden die über 30.000 Objekte groteske Echsenwesen ab, die auffallend an Dinosaurier erinnern. Die Geschichte besagt, dass die Figuren im Juli 1944 in einer Höhle in Mexiko entdeckt wurden. Seither wurde mehrfach versucht, das genaue Alter dieser ungewöhnlichen Fundstücke zu bestimmen. Die ersten Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Gebilde um das Jahr 2500 vor Christus hergestellt wurden. Spätere Analysen sollten dieser Datierung jedoch widersprechen. Bis heute sind sich die Wissenschaftler über die Hintergrundgeschichte der Akambaro-Figuren uneins. Während manche Experten glauben, dass die Objekte in den späten 60ern entstanden, glauben andere, dass eine intakte Altersbestimmung schlicht unmöglich ist. Dies läge daran, dass die Gebilde bei zu niedrigen Temperaturen gebrannt wurden. Alien Hand. Allen Bemühungen der Forscher zum Trotz ist es uns bisher nicht gelungen, die Existenz außerirdischen Lebens nachzuweisen. Nun, das gilt jedenfalls für die offizielle Seite. Denn tatsächlich behaupten einige Personen, schon einmal ein außerirdisches Raumschiff erblickt zu haben oder sogar schon einmal von Aliens entführt worden zu sein. Vor rund 5 Jahren machten einige Forscher an der Küste von Peru eine denkbar bizarre Entdeckung. Im Detail handelte es sich dabei um eine groteske Hand, die allerdings nur 3 Finger besitzt. Dazu gesellt sich der Umstand, dass die auffallend langen Finger jeweils 6 Knochen zählen. Im Normalfall bestehen männliche Finger aus nur 3 Knochen. Aufgrund dieser unerklärlichen Umstände gehen manche Experten davon aus, dass es sich hierbei keinesfalls um das Körperteil eines Menschen handeln kann. Doch von welchem Lebewesen stammte die Gliedmaße dann? Diesbezüglich existiert eine kontrovers diskutierte Theorie. Möglicherweise haben wir es hier mit der Hand eines Außerirdischen zu tun. Selbstverständlich wurden sogleich Stimmen laut, die sagten, dass es sich bei dem Fundstück um nichts anderes als einen dreisten Fake handelt. Die eingehende Analyse zeigte jedoch, dass die Hand tatsächlich einen organischen Hintergrund besitzt. Sollte jemand das Objekt gefälscht haben, so hätte er dieses also aus organischen Stoffen hergestellt. Tamil Bell. Es ist das Jahr 1836, als der Missionar William Colenso auf Neuseeland eine Glocke entdeckt. Im Detail wurde das Objekt von den einheimischen Maori-Frauen als Kopftuch benutzt. Allerdings gibt uns die ungewöhnliche Inschrift der Tamil Bell bis zum heutigen Tage unlösbare Rätsel auf. Denn tatsächlich handelt es sich dabei um eine alte Variation der Tamil-Schrift. Das Problem? Der offiziellen Geschichtsschreibung zufolge waren die Tamilen niemals auf Neuseeland ansässig. Vielleicht gibt uns ja die Übersetzung der Inschrift einen Hinweis auf die wahre Hintergrundgeschichte des Artefakts. Diese bedeutet so viel wie Mukhyayatans Schiffsglocke. War die Glocke also einst ein Teil eines Schiffs, mit dem sich die Tamilen nach Neuseeland begaben? Ein alternativer Erklärungsansatz fußt auf der Annahme, dass das Objekt als Handelsware in den Besitz der Maori gelangte. Geheimnisvolles Zahnrad. Die Nachricht, dass ein altes Zahnrad aus dem Erdreich geborgen wurde, klingt im ersten Moment noch nicht nach einer Sensation. Dies ändert sich jedoch schlagartig, wenn wir uns vor Augen halten, dass das Alter des Objekts auf unglaubliche 300 Millionen Jahre geschätzt wird. Denn bekanntermaßen steht der Fund eines derart alten Zahnrades im krassen Widerspruch zur offiziellen Menschheitsgeschichte. Zur Erinnerung, die bislang geborgenen Fossilien zeigen, dass der Homo sapiens erst seit 300.000 Jahren über unseren Globus wandelt. Vor 300 Millionen Jahren war noch nicht einmal die Ära der Dinosaurier angebrochen. Dabei geschah die rätselhafte Entdeckung vollkommen unverhofft. Als ein Einwohner der russischen Stadt Wladiwostok etwas Kohle in seinen Ofen legen wollte, bemerkte er plötzlich, dass sich darin ein metallisch aussehendes Etwas verbarg. Daraufhin kontaktierte der Mann einen Experten. Während der Untersuchung stellten die Fachleute fest, dass das Objekt frappierende Ähnlichkeiten mit einer künstlich hergestellten Metallschiene aufweist. Demnach werden derartige Teile typischerweise in modernen Mikroskopen und anderen technischen Geräten verwendet. Bislang kann niemand erklären, was es mit den wahren Hintergründen dieses geheimnisvollen Fundes auf sich hat. Habt ihr eine Theorie? Verratet es uns gern unten in den Kommentaren. Klerksdorp-Kugeln.
Seitdem die Klerksdorp-Kugeln in einer südafrikanischen Mine entdeckt wurden, werden sie von einer großen Frage überschattet. Handelt es sich dabei um natürliche oder um künstlich erschaffene Objekte? Sollte Letzteres zutreffen, müssten wir die bisherige Geschichtsschreibung vollkommen über den Haufen werfen. Denn tatsächlich wird das Alter der Kugeln auf rund 3 Milliarden Jahre geschätzt. Folglich wären die Artefakte lange vor der Ära des Menschen angefertigt worden. Aber von wem? Zwischen 1 und 4 Zentimetern groß variieren die Formen der Klerksdorp-Kugeln stark. Während manche dieser Gebilde nahezu kugelförmig sind, präsentieren sich andere als flache Scheibe. Besonders merkwürdig erscheint die Tatsache, dass die Objekte häufig von umlaufenden Kerben geziert werden. Im Innern der Kugeln befindet sich wiederum eine rätselhafte Substanz, die sofort zu Staub zerfällt, wenn die Hülle aufgebrochen wird. Wie die Artefakte entstanden sind, ist vollkommen ungewiss. Die NASA gab an, dass es wohl nur in der Schwerelosigkeit möglich sei, derartige Kugeln von einer solchen Perfektion herzustellen. Dorchester Pot. Der Dorchester Pot ist so etwas wie das Paradebeispiel eines Out-of-Place-Artefakts, also eines Objekts, das einfach nicht in seine Entstehungszeit hineinpassen will. Doch wieso rückt das glockenförmige Gebilde immer wieder in den Mittelpunkt, wenn es um die Frage nach unerklärlichen Fundstücken geht? Die Geschichte des Artefakts beginnt im Jahr 1851. So wurde das Objekt im Rahmen einer Felssprengung in der US-amerikanischen Stadt Dorchester zurück an das Tageslicht befördert. Eine spätere Rekonstruktion ergab, dass sich das Gefäß zuvor 3 Meter tief im Gestein befunden hatte. Dabei besitzt eben jenes Roxbury Conglomerate ein Alter von rund 580 Millionen Jahren. Dass das freigesprengte Objekt keinesfalls einen natürlichen Ursprung besitzt, steht außer Frage. Da das Artefakt heutzutage jedoch nicht mehr existiert und auch keine Fotos angefertigt wurden, müssen wir uns auf zeitgenössische Beschreibungen verlassen. So besaß der Dorchester Pot eine Höhe von rund 11,5 cm und wurde von verschnörkelten Blumenmustern geziert. Während manche glauben, dass das Artefakt den Beweis für das Vorhandensein einer uralten vormenschlichen Zivilisation verkörpert, winken andere Experten aufgrund der undurchsichtigen Faktenlage bereits von vornherein ab. Runenstein von Kensington. Im Jahr 1362 führten die Bewohner Grönlands eine Expedition nach Amerika durch. Davon erzählt uns jedenfalls die Inschrift des Runensteins von Kensington. Angeblich wurde das Objekt im späten 19. Jahrhundert in Minnesota entdeckt. In den Reihen der Fachwelt wird die Echtheit des Runensteins jedoch seit geraumer Zeit angezweifelt. Auf dem Felsblock steht geschrieben, dass die Reisenden nach ihrer Ankunft einige tote Landsleute entdeckten. Daher glauben die Experten, dass die Neueinkömmlinge mit Sicherheit andere Sorgen gehabt hätten, als einen Stein aufwendig mit Runen zu versehen. Auch die verwendeten Schriftzeichen geben Zweifel auf. So schien es, als hätte der Verfasser sein eigenes Alphabet nicht richtig beherrscht. Münze von Maine. Die norwegische Münze von Maine entstand, als Olav Kyrre an der Macht war. Ein kurzer Blick ins Geschichtsbuch zeigt, dass der König im Jahr 1093 starb. Mit dieser Jahreszahl im Hinterkopf wird klar, weshalb der Fundort der Münze so ungewöhnlich erscheint. Denn tatsächlich wurde das Geldstück nicht etwa in Norwegen, sondern in der Nähe einer uralten Indianersiedlung im US-Bundesstaat Maine aufgespürt. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass Christoph Kolumbus keineswegs der erste Europäer war, der einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte. Der Fund der Münze legt nun jedoch den Schluss nahe, dass die Norweger noch viel länger im Kontakt mit den Bewohnern Amerikas standen, als bislang angenommen wurde. Tatsächlich ist die Münze das bislang einzige präkolumbische nordische Artefakt in den Vereinigten Staaten, das als echt anerkannt wird. Einige Experten glauben, dass es die Wikinger selbst waren, welche das Geldstück an ihren späteren Fundort brachten. Da jedoch keine vergleichbaren Artefakte in der Region geborgen wurden, gilt die andere Theorie als wahrscheinlicher. Demnach gelangte die indigene Bevölkerung in den Besitz der Münze, nachdem sie einen Handel mit Norwegen abgeschlossen hatte. In der darauffolgenden Zeit wurde das Geldstück dann weiterhin als Tauschobjekt oder Zahlungsmittel verwendet, sodass es schließlich durch viele verschiedene Hände ging und letztlich in Maine landete. Grabplatte von Palenque. Zeigt uns der Sarkophagdeckel aus dem 7. Jahrhundert, der in den 50ern in einem mexikanischen Tempel entdeckt wurde, wirklich einen außerirdischen Astronauten? Diejenigen, die diese These verteidigen, führen dazu zwei Argumente ins Feld. Einerseits besitzt die Person, die auf der Grabplatte verewigt wurde, eine denkbar ungewöhnliche Kopfform. Darüber hinaus erinnert ihre kauernde Haltung deutlich an jene Position, die ein Weltraumfahrer typischerweise im Cockpit einnimmt. Zudem würde die Armhaltung darauf deuten, dass es sich bei den Objekten, welche die Person umgeben, um Steuerungselemente des Raumschiffs handelt. Und tatsächlich erzählen die Hieroglyphen, die sich an den Seiten befinden, ebenfalls die Geschichte eines Mannes, der in eine unbekannte Welt vorstößt. Allerdings handelt es sich dabei um die Reise, welche der bestattete König Pakal in die Unterwelt antritt. Steine von Ica. Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte.
Dass die rätselhaften Steine von Ika von mystischen Wesen und technologischen Gerätschaften geziert werden, steht außer Frage. Auch einige Dinosaurier haben es auf die unzähligen Steine geschafft, die angeblich 1961 im Flussbett des Rio Ica aufgespürt wurden. Doch was hat es mit den Hintergründen dieser merkwürdigen Artefakte auf sich? Die Objekte wurden vor 1 Million Jahren von extraterrestrischen Weltraumfahrern erschaffen, die aus dem Sternenhaufen der Plejaden stammten. Auf ihrer Reise durch das All hätten die Aliens demnach also einen Zwischenstopp am sogenannten Nazca-Weltraumbahnhof eingelegt. Zwar wurde das Alter eines Steins tatsächlich auf über 10.000 Jahre bestimmt, allerdings wird diese Datierung gemeinhin massiv in Frage gestellt. Aluminiumkeil von Aiud. Wir schreiben das Jahr 1973, als bei Bauarbeiten nahe der rumänischen Stadt Aiud ein keilförmiges Aluminiumobjekt entdeckt wird. Was zunächst alles andere als spektakulär klingt, wird umso rätselhafter, wenn wir einen Blick auf die Altersdatierung des Fundstücks werfen. Neben einem uralten Mammutstoßzahn gefunden, soll der Aluminiumkeil seit mindestens 1 Million Jahre im Boden geschlummert haben. Bekanntermaßen wird diese Einschätzung von einigen Komplikationen begleitet. Einerseits sind wir erst seit dem frühen 19. Jahrhundert dazu in der Lage, Aluminium herzustellen, und andererseits betrat der Homo sapiens die irdische Bühne erst vor 300.000 Jahren. Überzeugte Präastronautiker argumentieren daher, dass es sich beim Aluminiumkeil von Aiud um den Bestandteil einer extraterrestrischen Raumfähre handelt. Konservative Historiker entgegnen, dass die Altersdatierung schlicht und ergreifend falsch war und wir es hier mit einer Komponente eines Flugzeugs oder einer Baggerschaufel zu tun haben. Sonnentor von Tiwanaku. Im Westen Boliviens gelegen, zählt Tiwanaku zu den bedeutendsten Ruinenstädten Südamerikas. So verkörperte die imposante Anlage einst das städtische, architektonische, religiöse und wirtschaftliche Zentrum des Tiwanaku-Staates. Folgt man den Ausführungen des Autors Erich von Däniken, erhielten die menschlichen Arbeiter bei der Errichtung der Städte jedoch außerirdische Hilfe. Ein Blick auf die Figuren, die das Sonnentor zieren, und die auffallend geraden Kanten würde genügen, um sich von dieser Theorie zu überzeugen. Demzufolge seien die massiven Monolithen von Aliens herbeigeschafft und anschließend mit Hightech-Lasern bearbeitet worden. Auch die knapp 50 Figuren, die ein fliegendes Wesen flankieren, sollen diese These untermauern. Die Gegenseite lehnt von Dänikens Ausführungen aber als lächerlich ab, unter anderem, weil die angeblich fliegende Gottheit in Wahrheit bloß auf einem Podest stehen würde. Glühbirnen von Dendera. Wenn es nach den Präastronautikern geht, pflegte kaum ein anderes Volk eine derart enge Verbindung zu Aliens wie die alten Ägypter. Auch das Rätsel um den Bau der Pyramiden lässt sich auf diese Weise denkbar einfach lösen. Die tonnenschweren Blöcke wurden nicht von den Pharaonenreichbewohnern, sondern von außerirdischen Intelligenzen zu Monumentalstrukturen aufgetürmt. Auch die Glühbirnen von Dendera sollen beweisen, dass die Ägypter Technologien besaßen, die unseren in nichts nachstanden. Doch sehen wir auf den Reliefs im Hathor-Tempel von Dendera wirklich überdimensionale Glühbirnen? Oder entpuppt sich die vermeintlich fortgeschrittene Technologie am Ende doch bloß als Darstellung des Gottes Hasamtus, wie die Gegenseite argumentiert? Die Antworten auf diese Fragen kannten wohl nur die alten Ägypter selbst. Bohrlöcher von Abusir. Wenn wir vom weltberühmten Gizeh-Plateau 15 Kilometer weit in die Stadt Abusir reisen, stoßen wir auf einige einzigartige Zeitzeugnisse, die immer wieder in den Mittelpunkt hitziger Debatten rücken. Im Detail sind damit mehrere große Dioritsteinblöcke gemeint, welche von kreisrunden Bohrlöchern geziert werden. Auch einige erhaltene Bohrkerne konnten hier aufgespürt werden. Alternative Köpfe halten es für überaus unwahrscheinlich, dass die Ägypter mit den einfachen Mitteln ihrer Zeit dazu imstande waren, Kernbohrungen durchzuführen. Und das erst recht nicht in derart hartem Gestein wie Diorit. Um dies zu bewerkstelligen, brauchte es weitaus fortschrittlichere und leistungsfähigere Werkzeuge, die freundlicherweise von den außerirdischen Besuchern mitgebracht wurden. Andere Historiker betonen jedoch, dass die alten Ägypter sehr wohl dazu in der Lage waren, Kernbohrungen durchzuführen. Dies sei im Rahmen mehrerer Tests mit zeitgenössischen Bohrwerkzeugen bereits mehrfach bewiesen worden. Pumapunku. Wie war es den Menschen vor hunderten von Jahren möglich, massive Steinblöcke in perfekte geometrische Körper zu verwandeln? Die präastronautische Antwort auf diese Frage lautet: gar nicht. Demzufolge wurde auch der bolivianische Plattformhügel mitsamt seiner zerstörten Monumentalstruktur in Wahrheit von außerirdischen Bauarbeitern erschaffen. Tatsächlich gilt der Pumapunku-Stil als einzigartig und besitzt keinen bekannten Vorläufer. Dabei wurden die Blöcke so präzise und detailliert ausgearbeitet, dass selbst moderne Steinmetze Probleme hatten, die Objekte zu reproduzieren. Mechanismus von Antikythera.
Manchmal fördert die Erkundung eines uralten Schiffswracks die faszinierendsten Dinge zutage. Dazu zählen mitunter gut erhaltene Alltagsgegenstände, funkelnde Schätze und komplex aufgebaute Apparate, die einfach nicht in ihren Herstellungszeitraum hineinpassen wollen. Bis heute streiten sich die wissenschaftlichen Geister darüber, welchem Zweck der 2000 Jahre alte Zahnradmechanismus wirklich diente. Zur Einordnung: Ehe der Mechanismus von Antikythera wiederentdeckt wurde, hatten die Historiker nicht gewusst, dass die Bewohner der Antike zu solch technischen Meisterleistungen fähig waren. Eigentlich kam die Zahnradtechnik erst mehrere Jahrhunderte später auf, und auch die Frage, woher die Erbauer das dazu nötige Vorwissen hatten, bleibt unbeantwortet. In der Natur- und Geisteswissenschaft wird der Mechanismus als spezielle Rechenmaschine betrachtet, mithilfe derer die Bewegungen der Sterne studiert werden. Dogu. Wen oder was sollen die japanischen Dogu darstellen? Fest steht, dass die Geschichte der Terrakotta-Figuren bis zur Mitte der Jomon-Zeit zurückreicht, welche auf den Zeitraum von 14.000 bis 300 vor Christus datiert wird. Mit ihren seltsam vergrößerten, froschartigen Augen und ihren komplexen geometrischen Verzierungen geben die Dogu den Experten bis heute einige Rätsel auf. Der Großteil der Fachleute mutmaßt, dass die Figuren eine Art Muttergottheit repräsentieren und in enger Verbindung mit einem Fruchtbarkeitskult standen. Andere sehen in den Gebilden jedoch keine religiösen Geschöpfe, sondern die Raumfahrtanzüge außerirdischer Astronauten. Kimbaya-Jets. In einigen alten kolumbianischen Grabanlagen entdeckt, konnte der Entstehungszeitraum der Kimbaya-Artefakte auf einen Zeitraum von 100 bis 1000 nach Christus bestimmt werden. Die meisten dieser aus Keramik und Gold gefertigten Gegenstände scheinen zunächst nicht besonders ungewöhnlich zu sein. Demnach bilden diese stilisierte menschliche Figuren Tiere und Pflanzen ab. Allerdings trifft dies nicht auf die sogenannten Kimbaya-Jets zu. Wie es die Bezeichnung bereits verrät, werden diese häufig als altertümliche Flugmaschinen interpretiert. Dass das grundlegende Design der funkelnden Figuren tatsächlich an das moderner Flugzeuge erinnert, ist wohl unbestritten. Doch spielt uns unser Geist bei der Betrachtung der Artefakte womöglich nur einen Streich? Manche Forscher, welche die kolumbianischen Goldflieger für Nachbildungen von Fischen halten, glauben, dass wir hier der Pareidolie zum Opfer fallen. Damit ist das Phänomen gemeint, vertraute Gegenstände oder Gesichter in Dingen und Mustern zu erkennen. Klerksdorp-Kugeln. Sie sind nur wenige Zentimeter groß, rund 3 Milliarden Jahre alt und zählen zu den umstrittensten Fundstücken unserer Zeit, die rätselhaften Klerksdorp-Kugeln. Einst in südafrikanischen Minen gefunden, gilt es diesbezüglich eine zentrale Frage zu klären. Haben wir es hier mit natürlichen Gebilden oder doch mit künstlich erschaffenen Artefakten zu tun? Sollte letzteres der Fall sein, so wäre unser gesamtes Weltbild in seinen Grundfesten erschüttert. Denn immerhin wären die Klerksdorp-Kugeln dann von einer anderen Zivilisation angefertigt worden, die uns vollkommen unbekannt ist. Nicht weniger mysteriös erscheint der Umstand, dass die Objekte eine weiche weiße Substanz enthalten, die sofort zu Staub zerfällt, wenn man die dünne Außenseite aufbricht. Tja Leute, jetzt seid ihr am Zug. Welche Theorien habt ihr zu den vorgestellten Entdeckungen? Haltet ihr es für möglich, dass die Menschen des Altertums von außerirdischen Wesen besucht wurden? Oder sind derartige Interpretationen am Ende doch bloß auf die blühende Fantasie ihrer Verfechter zurückzuführen? Haut mal fleißig in die Tasten und schreibt uns eure Gedanken zu unserem heutigen Video unten in die Comments. Werft gerne auch noch einen Blick auf die anderen Beiträge unseres Kanals, die wir hier im Abspann für euch verlinkt haben. Und damit besten Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.